ich mit den 55 plus eine Generation auf dem Vormarsch wieder zusammen zu sein. Mike und ich, wir sind so ermutigt. Eigentlich, ich glaube, der Heilige Geist ist der, der wirkt in jeder von uns das Wollen und Vollenden, was Gott wohlgefällig ist. Und du merkst, wenn du Jahre mit Jesus gegangen bist und du hast von einem Auftrag oder einer Phase zu dem anderen gegangen, dass Gott wirklich so treu ist, hat so viel Wunder in der Vergangenheit getan und er ist immer noch der gleiche Gott. Und etwas brennt in uns, zu Ende zu laufen. Etwas brennt in uns für diese gute, wohlgefällige, vollendete Willen Gottes zu erfüllen. The perfect will of God. Das perfekten Willen Gottes bedeutet die reife Willen Gottes, dass wir können, wie Jesus gesagt hat, vollbracht. Ich habe den Willen des Vaters getan. Und wir wollen auch vor Gott stehen eines Tages, alle von uns. Und wir wollen hören, gut getan, meine treue Knecht. Du warst treu über einiges und ich werde dich zum Herrschen über vieles setzen. Ja, was wir tun in diesem Leben zählt für die Ewigkeit. Deine Charakter, deine Treue, deine Ausharren, dein alltägliches Herz für den Herrn, das ist ein Ewigkeitsbau in dir. Und wenn Jesus zurückkommt, was innen ist, wird nach außen hervorkommen und du wirst voll verherrlicht sein. So ich möchte dich Mut machen, egal wo du bist, nur wenn du Lobpreist, nur wenn du Gott liebst, nur wenn du stehst im Gebet für diese Welt und du gibst nicht auf bis zum Schluss, das erinnert mich sehr an meine Mutter, 90 Jahre alt, aber so hellwach in ihr Geist und Verstand zu alles, was um ihr geht in der Welt. Und sie setzt da, sie schaut viel Fernseher, Nachrichten und christliche Programme und sie betet mit, sie sie glaubt mit, sie segnet ihr Kinder. So wo immer du bist, ja, Gott ist mit uns. Und heute möchte ich über noch ein Held von unserer 55 Club sprechen. Und das ist, wir kennen ihn alle, Caleb. Sein Name bedeutet verrückter Hund. Ein verrückter Hund. Und eigentlich, ich nenne mich auch das im Geist. Weil ein verrückter Hund beißt das Knochen oder beißt das Stockholz. Und du kannst das nicht loslassen von seinem Mund. Du kannst das Stück aufheben. Er kommt auf mit dem Hund. Unsere Tochter hat einen Hund, einen kleinen Jack Russell. So süß. Und er hat das Stück Holz gebissen. Du könntest das Holz und ihn und so weiter. Er blieb dran auf das Stück Holz. Und so war Caleb mit den Verheißungen Gottes. Er hat reingebissen. Er hat was geschmeckt und gesehen. Und er hat auch in einer untreuen Generation in der Wüste die ganze 40 Jahre mitmarschiert, wo so viele anderen gestorben sind. Aber als ein 40-Jähriger hat er seinen Kurs festgesetzt. Und bis 85 blieb er dran. Now, das ist etwas. Okay, und ich will einfach kurz das auch lesen mit euch, damit wir das freisetzen in unser Leben. Caleb war ein von den 12 Spionen. Er war 40 Jahre alt. Er ging in das verheißene Land. Er hat dasselbe betreten. Und das war die Zeit, wo sie hätten gegangen vor 40 Jahren. Und sie kamen. Und das ist gerade von Hebron, wo er als sein Erbteil bekommen hat. Das haben sie gesehen. Auf das marschiert mit seinen eigenen Augen und Füßen. Und es ist von dort, dass sie brachten diese große Traube.
Und trugen sie zu zweit an einer Stange. So groß und schwer war eine Traube. Wow. Und er war sehr beeindruckt von dem Land. Dann kamen die 12 Spionen zurück. Und die haben gesagt, ja, das stimmt. Das Land fließt mit Milch und Honig. Hier ist das Frucht. Es ist unglaublich fruchtbar. Allerdings. Aber das Volk ist stark, das wohnt in dem Land, die Städte sind befestigt, sehr groß und die Riesen, die Söhne Enochs, haben wir dort gesehen. Ah, das ganze Volk fing an in so eine panische Angst durch ein negatives Bericht. Möchte dich auch als 55 plus. Die sagen, wir sind die Generation 65 plus, besonders Männer, können so schnell, so ein Panik. Hey, wir leben in einem Bund mit Gott. Ich möchte dich ermutigen, die negative Worte wirklich nicht anzunehmen und in Panik und Furcht zu geraten. In Jesu Namen. Okay. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte dort, als er 40 Jahre alt war, lass uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. 40 Jahre alt, er war nur ein von zwei, Josua und Kaleb. Aber die glaubten, wenn wir mit Gott, genau mit David, mit Goliath. Wer sind diese Leute? Ihr Schutz ist gewichen. Gott hat gefallen an uns. Und die Volk sagt, das können wir nicht. Das können wir nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Hey, du wirst auch diese Stimme hören. Du wirst auch diese Zweifel hören. Was? Aber mit Gott, mit El Shaddai. Hey, wir sind nicht von dieser Art von Unglauben, die zurückweisen. Wir sind von der Art, die Gott glauben, zu die Gewinnen unserer Seele und die Gewinnung seiner Verheißungen. Okay, so, sie haben ein Böses gerückt. Die Leute waren, sie haben gesagt, das Land ist ein Land, das frisst seine Bewohner. Alles Volk, das wir darin gesehen haben mit unseren Augen, sind Leute von hohem Wuchs. Nein, und das stimmte, das war alles wahr. Und es vielleicht ist so ein Virus herum jetzt. Aber das ist, es kann uns nicht schaden, wir sind ein Bundesvolk Gottes. Unter das Blut des Lammes. Und dann, sie sagen, sie waren alle Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und auch in ihren Augen. Hey, alle 55 plus Leute, wenn du nicht glaubst in dein Herz, wer du bist in Gottes Augen und was für einen Wert du hast als ein reiferer Mann und Frau, anderen werden das auch nicht. Sie werden genauso denken, wenn du denkst, du bist zu alt, du bist auf der Rand, es ist, die beste Zeit ist vorbei. Andere werden das auch denken. Du musst wissen, wer du bist. Sie sind wie Riesen. Wir sind nicht wie Heuschrecken, weil wir sind vereint mit Gott. Auf jeden Fall. Kaleb sagte wieder zu die ganze Gemeinde, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Fürchtet euch nicht die negative Berichte. Fürchtet euch nicht die panikmachende Botschaft. Hey, steh auf! Im Glauben, das spreche ich nicht nur zu 55 plus, das spreche ich zu das ganze Volk Gottes in dem Land. Und dann, und fürchtet doch nicht, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie
nicht. Wow! Auf jeden Fall, dann kam Gott mit seiner Herrlichkeit. Er hat die ganzen negative Mauern, sie wollen zurückgehen. Sie sagen, wir werden sterben in dieser Wüste. Warum hat Gott uns hier gebracht? Damit wir sterben und so weiter. Und Gott kam und er hat gesagt, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange sie mir nicht glauben? Bei all dem Zeichen, bei all der Gnade, die ich erwiesen habe. Und dann sagt Gott selber. Er sagt, die ganze Volk wird genauso bekommen, was sie gesagt haben. Sie werden sterben in der Wüste. Sie haben Gott verachtet, obwohl er immer wieder zehn Plagen, zehn Wunder, alles gegeben haben. Aber Gott sagt, aber meine Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen und dass er hineingehen ist und seine Nachkommen soll es besitzen. Wow. Und so die Geschichte geht zu Ende in Josua Kapitel 14. Das hat Gott gesagt. Und es wurde genau wie Gott gesagt hat. Und ich sehe, es gibt eine Josua Kaleb Generation 55 plus, die wirklich gewandert hat mit Leuten vielleicht, die nicht so glauben. Einige sind vielleicht abgefallen, weggefallen, trocken geworden, lau geworden. Aber du bist im Glauben an Gott, weil du folgst ihm von deinem ganzen Herzen. Du bist nicht nur aus Ägypten gekommen, du willst in das verheißene Land. Du willst besitzen dein Erbteil. Du willst dein Nachkommen segnen. Du willst nicht aufgeben für Deutschland. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zu dem Ende der Geschichte. So, nachdem sie über den Jordan gegangen sind, alle das Volk mit den zwei Älteren, 80, 85, sie waren Teil und sie waren nicht nur Teil, sie waren die Leiter oder der Leiter von diesem Volk. Wow! 80 und 85. Sie haben die jungen Leute und die Mittelleute hineingeleitet und dann die Erbe gegeben. Und alle haben ihr Erbe und sie sind alle stark geworden. Sie sind hereinmarschiert wie eine Armee. Und Kaleb kommt zu Josua in Vers Kapitel 14. Und er sagt, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brauchte ihm Antwort, und ich liebe diese Fußnote, wie ich es mir vorgenommen hatte. Er hat eine Entscheidung genommen, was er sagen würde. Und er blieb, was er in sein Herz entschlossen hat, zu sagen. Okay. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machte das Herz des Volkes versagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose in derselbe Tag, wenn nicht das Land, auf das deine Füße getreten ist, dir und deine Söhnen für ewig zum Erdteil wird. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat. Ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Lass uns das zusammen sagen. Wie meine Kraft
damals vor 45 Jahren, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzusehen. Und nun, gib mir diese Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Auf jeden Fall, die Ende der Geschichte, du kannst es lesen, ich habe viel mehr zu sagen, da musst du kommen zu die nächste Konferenz, ich habe nicht die ganze Zeit in der Welt. Okay, und so, Kaleb, daher wurde Hebron dem Kaleb gegeben, weil dem Herrn, der Gott Israels, treu nachgefolgt war. Der Name Hebrons aber war vorher Kiriat Arba. War der größte Mann unter den Anakiten oder unter den Riesen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Kaleb nahm das Hauptort von den Riesen. Und verwandelte den Namen, zerschlag die Riesen, weil Gott hat ihm das gegeben. Und ich möchte wirklich sagen, ich glaube, Gott hat viele von uns 55 plus, ruft uns gerade jetzt, nicht nur für etwas, aber auch zum Kampf, zu beenden. Die größte Riesen. Und ich, ganz ehrlich muss ich sagen, ich glaube, es gibt große dämonische Riesen in Deutschland, die wirklich noch voll zerschlagen muss. Und ich glaube, Gott ruft uns, die wir trainiert sind. Wird uns weiße Pferde geben zu reiten, seine Heilige Geist Pferden. Und wird uns bekleiden mit die Waffenrüstung des Lichts. Und wir werden mit einer Freude und ein Siegesschrei vorangehen. Und wir werden wirklich sehen, wie riesige dämonische Mächte fallen. Wir werden inspirieren, die jungen Leute. Wir werden zusammengehen. Und wenn die Generationen zusammen zerschmelzen und zusammenkommen, dann wird diese Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden. Ich will dich ermutigen. Ich möchte nur, es gibt einen Mann, David Hathaway, in England. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Ist schon Jahre dabei. Ist über 87. Dieser Mann wurde benutzt, dass ein nationaler, riesiger Gebetstag in England. Brennt, ist Evangelist, geht überall. Geht weiter und weiter und weiter. Und ich muss sagen, ich habe ihn vor fast 20, 30 Jahren gesehen. Sieht besser aus heute. Lebt in dieser Auferstehungskraft. Das ermutigt mich, weil ich bin noch nicht 87, aber ich bin 46 dabei. Und deswegen lass uns als eine Generation sagen, und nun gib mir diesen Berg, das du mir verheißen hast.